Ja, mein Name ist Inge Richter. Ich bin die Vorsitzende vom Förderkreis Röserhof und neben mir ist die Ramona Stucki, meine Stellvertreterin. Und wir sind als Gruppe Mitglied im Belziger Forum e.V. Und der Vorsitzende vom Belziger Forum e.V., der Wamkat und die Ramona haben heute schon für uns alle hier wunderbar gekocht. Wam kocht immer noch. Der Förderkreis Röderhof wurde gegründet am 23. Januar 2003 gegründet und vorgeschlagen und ganz doll vorangetrieben von unserem Ehrenbürger Gerhard Dorbritz, der von 1960 bis 1970 in Belzig Bürgermeister war. Und als der Bürgermeister mit seinen Leuten auf Betriebsausflug war, kam Marceline Trudeau im Rathaus an, traf dort nur eine Vertretung mit einem riesigen Rosenstrauß, den sie für ihre Kameradinnen aus dem KZ-Außenlager Röderhof, KZ-Außenlager von Ravensbrück, niederlegen wollte. Sie fand keinen Gedenkstein. Und Gerhard Roberts, als er dann wieder vom Betriebsausflug zurückkam mit seinen Mitarbeitern, versprach ihr, dass zum 20. Jahrestag der Befreiung des Röderhofes, der Befreiung vom Faschismus und der kampflosen Übergabe der Stadt Belzig dort ein Gedenkstein sein werde. Und er hat das tatsächlich gegen alle Widerstände geschafft. Und so sprach sich das unter den Überlebenden rum. Denn die hatten, als sie 1945 Belzig verließen, sich geschworen, nie wieder nach Belzig zurückzukehren. Aber mit diesem Gedenkstein und mit dieser ersten Gedenkveranstaltung dort draußen im grünen Grund auf dem Lagergelände kam immer mehr, denn die waren untereinander, die Überlebenden, noch gut vernetzt und so wurden es immer mehr. Und Gerhard Dorbritz hat mit diesen Frauen und Angehörigen Kontakt gehalten. Als er leider 2015 kurz vor seinem 89., drei Tage vor seinem 89. Geburtstag verstarb, hatte er vorher schon gesagt, dass ich das übernehmen soll. Es hat natürlich keiner gesagt, ich will es machen. Und ich muss sagen, er hat ans Archiv viele Materialien übergeben, seine zwei Bücher, die er bis dahin schon hatte, Schicksale, und wir haben daran weitergearbeitet. Ich habe von ihm auch noch viele Unterlagen bekommen. Ich entdecke immer wieder neue Dinge. Und was ich im Laufe der Zeit eigentlich mit jedem neuen Buch, es sind inzwischen 5 Stück, das dritte, da hatte er schon vorgearbeitet. Und jedes Mal, wenn ein Buch rausgekommen ist und wenn wir das vorgestellt haben mit Fördermitteln, und das war überhaupt das Ziel, dass wir versucht haben, Mitglied im Belziger Forum zu werden, immer auch Fördermittel für diese Bücher, für die Erstellung dieser Bücher und auch für andere Dinge bekommen können. Die letzte Überlebende, von der wir wussten, war Sonja Medlika Libera aus Triest. Sie ist leider in diesem Jahr kurz nach ihrem 96. Geburtstag verstorben. Aber eigentlich ist es uns bis jetzt gelungen, dass wir mit allen Angehörigen von diesen, die überlebt haben und auch von denen, die umgekommen sind im Lager, Kontakt halten. Wir schreiben jedes Jahr einen Jahresbrief, in dem wir berichten, was wir im Jahr gemacht haben und was wir im nächsten Jahr machen wollen. Was im Laufe der Zeit sich herausgestellt hat, dass die Jugend gesagt hat, wir wollen ein anderes Gedenken. Immer am 3. Mai der kampflosen Übergabe der Stadt und der Befreiung derer, die noch in der Krankenbaracke verblieben waren. Die anderen waren ja auf den Marsch geschickt worden und haben sich bei Altengrabow selbst befreit. Sie wollen ein anderes Gedenken. Und da haben wir dann mit dem Fleming-Gymnasium einen Kriminalroman genommen, den ein Karl-Heinz Otto geschrieben hat, der zwar nicht benannt das Schicksal der Marie-Louise Delmar-Mohl auf den Titel geschrieben hat, aber der dies zum Inhalt hat und der sehr intensiv recherchiert hat, auch mit den Kindern von Marie-Louise Delmar-Mohl, das war Ann-Kathrin Delmar-Mohl, die noch lebt, von der habe ich gestern einen Brief bekommen.
und ihr Bruder Patrick. Die anderen waren inzwischen schon verstorben. Aber das war für die Gymnasiasten interessant. Da hat keiner in den Stunden am Handy gespielt. Was sich in letzter Zeit auch herausgestellt hat in der Zusammenarbeit mit den Schulen, Gerhard Dobritz hat da auch schon einiges gemacht, vor allen Dingen die Französischlehrerin Frau Freidank hat mit ihren Schülern viel gelesen und übersetzt. Und unter der Leitung von Gerhard Dobritz ist nach einem Luftbild von 1945 von den Alliierten das Fundament der Waschbaracke freigelegt worden. Inzwischen, dafür sind wir auch immer kritisiert worden, dass das nicht so deutlich geworden ist, wie die Verbindung vom Lager und dass das Lager nicht nur das KZ, sondern dass dazu auch noch ein Kriegsgefangenenlager und Zwangsarbeitslager gehörte. Dort oben ist auf unserem Plakat eine kleine Skizze mit bei. Und die Verbindung zur Munitionsfabrik. Es war die größte Munitionsfabrik, die Kopp und Co. hatte. Auch darüber hat Gerhard Dobritz recherchiert und hat ein Buch, ein Heftchen veröffentlicht. Das ist nachgedruckt im Chronikband von Bad Belzig, im Kriegstagebuch und diesem Munitionsfabrik Kopp. Haben wir eine Stele vor dem Geweihhaus an der Lübnitzer Straße. Und auf dieser Stele wird die Verbindung zwischen dem Lager, den täglichen Marsch der Frauen in die Munitionsfabrik dargestellt. Und seit dem 75. Jahrestag, wir konnten sie leider nicht am 3. Mai eröffnen, haben wir uns dann auf den Weltfriedenstag am 1. September verlegt. Seitdem wird dieser Gedenkspaziergang angeboten, wo also dieses ganze Geschehen im Lager und das Schicksal der Frauen, wie sie dort gequält und geknechtet wurden, wie man durch Arbeit den Tod herbeigerufen hat, dargestellt. Und das wird sehr gut angenommen. Es kommen auch Gruppen, zum Beispiel die Konfirmanden von Gentin Zerbst sind schon zum Gedenkspaziergang da gewesen, eine Gruppe von Potsdam vereinte VVN, Bund der Antifaschisten. Das wird also doch sehr gut angenommen und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das jedes Jahr am 1. September tun werden. Ich könnte jetzt hier noch viel erzählen. Das Wichtigste, was noch in der Zwischenzeit passiert ist, es gab immer sehr viel Kritik, wer dort unten auf dem Gelände war. Der sah auf dem ehemaligen Appellplatz die Holzdreiecke vom Hundeverein, die eigentliche Immobilie oder den Rest einer Baracke und einen Platz dazu hatte Gerhard Dobritz noch gegeben. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Gedenkstätte und der Hundeverein, der gehörte zur Gesellschaft für Sport und Technik. Das war also Friedensarbeit. Und dann aber nach der Wende haben sich die Hundesportler dort auf dem Appellplatz, wir können schon sagen, breit gemacht. Und jeder, der da kam und sah diese Dreiecke, sagte, hier trainieren Schäferhunde. Hier wird das Verbellen von Leuten geübt. Und das passte natürlich nicht so richtig, weil Schäferhunde natürlich für die Bewachung der Frauen und Mädchen eine grausame Rolle gespielt hat. Inzwischen ist es gelungen, dass der Hundesportverein diesen Platz zurückgegeben hat und durch eine Maßnahme zur Ausgleichsschaffung für ein neues Wohngebiet am Weinberg ist jetzt gesichert, dass über 20 Jahre einmal im Jahr dieser Platz gemäht wird. Er kann also nicht zuwachsen, er bleibt als ganz wichtiges Dokument erhalten und dort sollen sich Heidelerchen ansiedeln. Und wir sagen, Heidelerchengesang ist natürlich schöner als Hundegebell. Wichtig ist wirklich, dass diese restlichen baulichen Dinge erhalten bleiben. Denn wenn Schulklassen kommen und ich stehe mit dem auf dem, oder Ramona, je nachdem wer die Führung macht, auf der Fläche von einer Waschbaracke, die da vielleicht so 2x2 Quadratmeter ist, und die sollen sich vorstellen, da haben 20 Frauen an 11 Duschen sich duschen müssen oder die Fundamentreste, die von den Baracken noch existieren, dann wird das für die greifbar. Ich höre auf.